Bitte. Hast du schön geputzt und sauber gemacht? Bisschen schlendern, nicht ganz so schnell gehen, ja? Mhm. Und los geht's. Dankeschön. Okay, und dann nimm's einfach einmal weg, bitte. Das reicht schon wieder. Und los geht's. Kannst du rauskommen, bitteschön. Dankeschön, nochmal reinmachen, bitte. Hi! Na? Ja. Erzähl, wie war's beim Schmied? War gut. Hat sich gut angestellt. Wie immer. Kennst dein Pferd? Alle Punkterpferden? Wie du möchtest. Sauber ist er ja, habe ich gesehen. Ja. Dann nur nochmal drüber putzen. Wolltest du heute was machen? Du, vielleicht mal an die Longe hängen. Ja. Kann man den Außenplatz hier betreten? Ist der okay oder ist der flammig? Steht schon drin, habe ich gesehen. Ja. Wie der heute geritten, weißt du das? Ich glaube nicht, dass die Jessie heute kommt. Die haben doch, glaube ich, Schule oder Praktikum. Bei jedem geputzt. Oh, ehrlich. Mensch. Welcher Mann stirbt nicht dafür? Cool. Also ich habe die Steffi kennengelernt, wo sie den Max zum anderen Stall gestellt hat und da war der Unfall passiert und das erste Mal, wo ich sie gesehen habe, ist sie auf Krücken gelaufen und ja, ich habe natürlich gefragt, was passiert ist, ich wusste ja nicht was, also ob sie sich nur das Bein gebrochen hatte und da hatte sie mir das erzählt, hat auch erzählt, dass sie lange Zeit im Krankenhaus gelegen hat und hat mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mich um Max zu kümmern. Und da ich gern wieder eine Reitbeteiligung haben wollte, habe ich natürlich sofort ja gesagt, weil ich habe mich mit ihr gut verstanden. Ich fand den Max ganz klasse und klar, Unterstützung pur. Vom Charakter her ist er unheimlich lieb, er ist unheimlich verschmust und ich kann mich 100% auf ihn verlassen, im Gelände wie auch in der Halle, weil ich halt auch wirklich noch im Anfangsstadium bin meiner reiterlichen Karriere, sag ich jetzt mal. Und ja, ich brauche überhaupt keine Angst zu haben, wenn ich auf ihm sitze. Also er bockt nicht, er buckelt nicht, er ist einfach nur lieb. Also die Steffi war sehr geknickt, eben durch den Unfall, weil sie ihn aufgrund des Krankenhausaufenthaltes halt nicht mehr oft gesehen hat, sich nicht mehr so um ihn kümmern konnte, wie sie es eigentlich gewohnt war, wie der Max es eigentlich gewohnt war. Und sie war schon richtig deprimiert und es hat mir auch sehr, sehr leid getan. So, die Schmerzen, die sie hatte, ich habe mitgekriegt, wie durch die Medikamente sie wirklich diese Allergien entwickelt hat. Ich habe das Bein gesehen, ich habe ihre Arme und ihre Füße gesehen, die wirklich feuerrot waren. Sie hat wirklich ihre Beine in Eiswasser getaucht, einfach um diesen Juckreiz, der durch die Medikamente kam, wirklich aushalten zu können. Und ich habe halt einfach nur, wie gesagt, gehofft und gebetet für sie, dass es bald vorbei ist. Stopp einmal bitte. Ich
nicht im Moment in dem ganzen Stress ja. Geringfügig. Nee, die Jasmin kommt ja morgen und bringt mir mein Geburtstagsgeschenk. Die Schabracke, ja. Wo Max drauf. Ja. Und die möchte ich morgen einweihen. Mhm. Da wollte ich mal anrufen und mal fragen, ob die irgendwie... Ja, die haben die doch eingeschickt. Weiß nicht, ne? Ja. Aber mach mit ihm mehr, wenn es jetzt zu kühl wird. Ja, das auf jeden Fall, wenn die Halle nicht gerade voll gestopft ist. Ja. Okay, stopp nochmal. Ich war mit ihm auf dem Platz und bin halt geritten. Hab mit ihm halt so ein paar Dressurlektionen abgerufen, einfach nur mal so zu gucken, was er noch kann. Und dann sagte halt die Tochter von der Gegenpartei, sagte dann halt zu mir, pass auf, der Dido kommt. Und dann drehte ich mich halt um nach links. In dem Moment packte der mich aber auch schon und zog mich halt von ihm runter, über die Leitplanke, über die Stromzäunung, zisselte mich dann auf der Koppel in der Luft und ließ mich auf den Boden fallen. Und ich lag dann halt am Boden, hab dann nach dem Verbandskasten Jacqueline gefragt, wo ich dann halt einfach gesagt habe, du hast doch bestimmt irgendwas hier. Und dann hat sie mir halt einen Verbandskasten geholt und dann habe ich halt geistesgegenwärtig mein Bein einfach umwickelt. Und dann bin ich in den Reitplatz zurückgekrochen, weil ich halt Angst hatte, dass der Hengst wieder auf mich drauf tritt. Und dann kam halt, eine Viertelstunde später ungefähr, kam die Mutter. Und die hat dann einen Notarzt gerufen und dann kam ich in die Klinik. Ich gehe mal davon aus, dass der Hengst nicht an mich dran wollte. Ich denke mal, da ich ungefähr hier gesessen habe, wollte er mein Pferd wahrscheinlich hier hinbeißen und hat mich aber am Bein getroffen. Also ich gehe mal, weil ich war ja mit ihm, ich glaube, ich war am Trab, wenn ich mich noch recht erinnere. Und in dem Moment, wo er halt zupacken wollte, ist er noch einen Trabsprung vor und hat halt mich dann im Bein getroffen. Also ich weiß nicht, warum er, ja, warum gehen Pferde aneinander? Keine Ahnung. Ich denke mal, er hat irgendwie in ihm eine Bedrohung gesehen. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Also mir geht es heute von der Belastung her, jetzt heute, da, wo die Verhandlung rum ist, ist es wie, als würde eine Last halt von mir runterfallen. Weil natürlich ist es nicht schön, wenn man ein Anwaltsschreiben nach Hause bekommt, wo sämtliche Sachen eigentlich gegen einen verwendet werden, die man dann zudem auch noch nicht getan hat. Psychisch ging es mir in der letzten Zeit nicht gut. Ich war sehr in mich gekehrt, ich habe mich sehr viel zurückgezogen, deswegen hatte ich mich auch in Behandlung gegeben zu einem Therapeuten. Und seitdem ich da bin, muss ich ganz ehrlich sagen, geht es mir auch besser. Und ich würde jetzt mal sagen, nach dem heutigen Tag geht es langsam dann auch bergauf mit allem eigentlich. Und bitte. Ich habe dir hier die zwei Bilder mitgebracht. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Boah. Das war direkt ein Tag nach, nämlich ein Tag. Mann, die Schwester, die ist ja gelernte Krankenschwester. Okay. Und nach unten ging das durch. Also okay. Das alles hier unter der Haut war ein Luftloch quasi. Und das halt jeden Tag. Und ich hatte Glück, dass die Tanja das machen konnte. Mhm. Aus dem einfachen Grund, dann hätte ich jeden Tag in die Klinik fahren müssen. Und so musste ich nur jeden zweiten Tag rennen. Ja. Das sind ja auch jeden Tag. Das, was du hier im Hintergrund siehst, dieses bisschen da, das ist die Muskelhöhle. Okay. Und das so ist der Abdruck, oder? Lass mich kurz überlegen. Zeigst du nochmal wie eben, bitte? So ist der Abdruck? Ja. Also hier oben der Schnitt wurde chirurgisch zugefügt. Mhm. Aber der Hengst, der hat, das ist die Hautentnahmestelle vom anderen Bein, die hat halt Schwierigkeiten gemacht beim Zug. Also im Moment kannst du dir die Narbe halt wirklich so vorstellen, ich kann sie dir auch nicht mehr zeigen. Ich sage immer, es sieht aus wie eine Ente, die du gerupft hast. Mhm. Also, und das war noch doch im Bein. Okay. Und du siehst halt auch diese Wölbung, die Narbe ist immer noch da. Du siehst hier oben den kleinen Schnitt, der ist eine tiefer gelegte Narbe. Mhm. Aber wie gesagt, ich kann dir das auch mal zeigen an meinem Bein. Und zwar, hier sieht man jetzt diese Hautentnahmestelle. Genau so wie eben, ist das super. So, also, wie gesagt, hier ist die Narbe von der Hautentnahmestelle. Mhm. Und hier neben das untere ist das Loch, das, also das ist, der hat und halt, bitte noch mal hin. Der hat halt, hier unten ist das halt aufgeplatscht, wie so eine Platzwunde und da kam halt das Fettgewebe hier raus, dass das Bein total verformt ist. Ja. Hier ist eine richtige Welle drin, hier oben steche, dann merke ich das erst gar nicht. Erst wenn ich jetzt fester petzen würde, okay. da hast du dann das Gefühl, die werden wie Pusteln. Okay. Die schwillen dann auch an, das ist dann wie ein Ausschlag komischerweise und juckt wie Feuer. Boah. Du hängst dann da die ganze Zeit. Ja. Ich merke zwar, dass da auf der Haut irgendwas ist, aber es befriedigt dieses Kratzgefühl nicht. Ja. Und wenn ich aber fester dann kratze, also ist es halt so, wenn ich da selber so drauf drücke, gerade auf die, also das ist eine sehr starke.